Hier, der erste Tag vom Parteitag ist komplett dem Stoiber gewidmet. Wieso übertrieben? Anderswo dauern Beerdigungen eine Woche. Letzte Etappe für Edmund Stoiber auf dem Weg zum feierlichen Arschtritt. Am Montag leitete er seine letzte Vorstandssitzung als CSU-Parteichef. Danach betonte er, wie zufrieden er aus dem Amt scheide. Ja, dieses ganze Partout weitermachen wollen damals, das war doch nur Spaß. Gewohnte Panik macht dagegen Günther Beckstein. Gabriele Paulis Thesen seien für viele eine Provokation. Deshalb könne ihr Auftritt auf dem Parteitag zu einer Eskalation führen, erklärte Beckstein. Damit sich nachher keiner über die Schutzhaft wundert. Ach, der Abschied fällt dem Stoiber bestimmt schon schwer, wo er doch immer so viel gearbeitet hat, außer an seiner Aussprache. Ein richtiges fleißiges Bienchen war er, wie man sie sich hier mal etwas genauer ansehen kann. Nämlich dabei, wie sie nach und nach einen gläsernen Bienenstock bevölkern. Ja, da sehen Sie mal, wie gut sie es eigentlich haben in ihrer Dreier-WG. Keinen so hellen, freundlichen Arbeitsplatz haben leider die Bienen in dem Musikvideo der Band Manomina. Evil Bee heißt es. Und hier ist nicht nur der Arbeitsplatz, sondern auch die erzählte Geschichte ziemlich düster. Allerdings ist das optisch so überragend gemacht, dass man sich das Video nicht entgehen lassen sollte. Und es gibt ja auch Hoffnung. Nicht jeder hat so gnadenlose Chefs. Manch einen kann man schon mit ganz einfachen Tricks davon überzeugen, dass man ständig Überstunden macht. Wie genau, erfahren Sie über unsere Links. Wobei man sich ja heutzutage tatsächlich ständig beobachtet vorkommt. Und nicht nur auf der Arbeit oder in der Beziehung. Nein, auch draußen auf der Straße. Aber zum Glück gibt es mit Faces in Places jetzt eine Website, auf der die Gesichter dieser Alltagsschnüffler endlich mal zentral gesammelt werden. Ja, und Sie brauchen jetzt auch gar nicht schnell weggucken. Wer ja übrigens auch ständig beobachtet wird, sind Blogger. Nämlich zum Beispiel jetzt von Ihnen. Bei Bloggerplay, einer Website, auf der man all die Bilder sieht, die gerade in den Blogs von blogger.com veröffentlicht wurden. Und die zeigen die ganze Bandbreite des Lebens. Und so lernt man jede Menge interessante Leute auf der ganzen Welt kennen. Wie zum Beispiel die Doppelkins aus Virginia. So, und zur Abrundung könnten Sie jetzt doch eigentlich auch noch jemanden abhören. Nämlich junge Musiker. Bei Slice the Pie, einem Musiknetzwerk für noch unbekannte Bands. Und wenn man will, kann man auch in bestimmte Bands investieren und so quasi sein eigenes kleines Label gründen. Ja, finanzieren Sie doch zum Beispiel Ihren Nachbarn, damit er sich endlich Proberäume leisten kann. Ja, und wenn dann eine Ihrer Bands so richtig einschlägt, gönnen Sie sich selbst auch mal was. Wie wär's mit ein bisschen Gras? Nein, richtiges Gras. Angepflanzt in einem Ring in Blumentopfform. Nur aufpassen, dem Gras sieht man dann natürlich sofort an, wenn Sie nie die Hände waschen. Jede Menge solcher Ringe könnte sich schon jetzt die 17-jährige Ashley leisten. Denn sie wurde durch MySpace zur Millionärin. Und zwar, indem sie ein paar Freundinnen bei der Gestaltung ihrer MySpace-Seiten half. Aus den paar Freundinnen sind mittlerweile 250.000 junge Mädchen geworden, die täglich ihre Designs herunterladen. Wahrscheinlich ist dann bald Rosa aus im Internet. Beneidenswert. So schnell kommt unser Eins sicher nicht mehr an das große Geld. Höchstens vielleicht in Frauenklamotten. Und seien es nur Strumpfhosen. Wenn man die nämlich richtig anzieht, bekommt man im Zweifel Geld und andere Sachen geschenkt, ohne dass man danach fragt. Ja, probieren Sie es mal aus. Können Sie ja nichts für die blöden Vorurteile. Kein blödes Vorurteil, sondern ein großer Vorteil ist, dass jetzt der Spieltipp kommt. Ja, also spielen Sie ruhig, während Sie 17-Jährige links und rechts überholen. Das war Ehrensenf, ich bin Marc McCarr. Tschüss. Hier, ich fürchte ja der Stoiber. Der fällt danach in ein schwarzes Loch.